Ich fühle mich immer so schwach und erschöpft. Das hat wohl sicher nichts damit zu tun, dass Sie 102 Jahre alt sind. Sonst ist er so stark wie ein Ochse. 102-jähriger Ochse. Er hat ein Kribbeln in seinen Beinen und Füßen. Ich will eine ganze Batterie von Tests. Carbondatierung? Ich zahle bar, falls die Versicherung das nicht übernimmt. Nett, dass Ihrem Freund das vorschießen. Er ist nicht mein Freund, er ist mein Vater. Er ist 22 Jahre älter, als ich es bin. Wenn das wirklich wahr ist, hat er sich ganz sicher liften lassen. Laut Statistik müsste Ihr Vater, wäre das Kribbeln in seinen Beinen nicht vorhanden, schon seit mehreren Jahrzehnten tot sein. Machen Sie die Tests, ich bin krank. Ihre Probleme sind von natürlicher Ursache. Machen Sie die verdammten Tests. Oh. Wenn sich das Röhrchen mit Sand füllt, ist das für uns ein übles Zeichen. Dr. House! Lassen Sie mich raten. Die abnehmende Haardichte Ihres Vaters erfordert weitere Tests. Er ist 102. Der nächste Test ist ganz sicher eine Obduktion. Ich liebe den alten Mann. Doch der Alte muss endlich raus aus dem Haus. Er ist völlig hilflos ohne mich. Er gehört in eine Betreuungseinrichtung. Verstehen Sie doch. Sagen Sie ihm das? Der Typ ist alt genug. Das kann ich nicht. Ich bin doch alles, was er hat. Aber wenn ihm das mal ein Arzt sagt... Das war sehr großzügig, als Sie noch 30 waren. Täuschen Sie einfach irgendwelche Tests vor und sagen Sie ihm, er kann nicht mehr bei mir wohnen. Vergessen Sie die Tests. Ich glaube, da hat der Junior auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich hab ihn lieb, aber er kann nicht loslassen. Ich setze $40, dass es kann. Ich kann keinen Schritt machen, ohne dass er mir hilft, als wäre ich ein grenzdebiler alter Knacker. Wenn Sie mich wieder zurückschicken, werde ich ihn zerkleinern. Irgendwann werden Sie schon noch miteinander warm. Hören Sie auf mit dem Bluttest. Sagen Sie ihm, Sie haben eine schlimme Nachricht. Ich ziehe sofort in ein Seniorenheim. In ein Privatzimmer. Oder besser in eine Suite. Ich werde es nicht verraten. Ich habe hier Ihre Testresultate. Sie haben den Stoffwechsel, die Blutwerte, die Leber- und Nierenfunktion eines 92-Jährigen. Was toll ist für einen 102-Jährigen. Nicht ganz so toll ist, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 78. Meine Empfehlung ist ein Umzug in ein Seniorenheim, wo Sie Tag und Nacht betreut werden. Das trifft mich jetzt aber hart. Kann mein Sohn mich nicht betreuen? Geht das nicht? Nicht ohne abgeschlossene Ausbildung in Tiburon-Abstrichtechnik. Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben. Nur wegen so ein bisschen Kribbeln und weil er manchmal Schwierigkeiten hat, heiß und kalt zu unterscheiden. Und bloß weil er... Sie spüren weder kalt noch heiß? In letzter Zeit. Doch in meinem Alter. Zeigen Sie mal Ihre Zähne. Da. Die dritten... Ziemlich abgenutzt. Würde mal sagen, 10 Jahre alt. Zeigen Sie mal Ihre Haftcreme. Warum sollte er seine Haftcreme mit sich umtragen? Weil er eine Zinkvergiftung hat. Um die von der Haftcreme zu kriegen, muss man schon viel davon nehmen, glauben Sie mir. Er geht nicht ohne aus dem Haus. Wie viel nimmst du davon, Pa? Etwa eine Tube täglich. Ich kaufe sie online. Und was bedeutet das? Pizza. Aber das erklärt all die Symptome. Mit besser sitzenden Dritten ist alles wieder gut. Medizinisch gibt es keinen Grund, wegzugehen. Beitragsrückerstattung, die gibt's für Rentner. Vielleicht nutzen Sie die für eine Paartherapie.